Hallo meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam. Und wie immer, wenn ich neben schönen Menschen sitze, bin ich glücklich und wertschätzend. Hier sitze ich neben einem schätzenswerten Exemplar, das sich als Rapper den Namen Alfonso gegeben hat, und ich grüße dich. Moin. Alles gut? Alles bestens. Bestes Wetter hier in Leipzig. Hast du einen schönen Platz rausgesucht hier, an der frischen Luft. Wie kommt es eigentlich zu dem Namen Alfonso? Das ist eine ziemlich lange Geschichte, dass wir mal so viel Zeit haben. Ich spiele auch in einigen Bands und bin Bassist noch und habe mal bei einem Typen ausgeholfen, der ist Lord Bishop. Muss dir vorstellen, so ein 2 Meter großer Schwarzer aus New York, so, und der macht so Blues-Rock-Kram und so ein bisschen, Hardrock-Zeug, keine Ahnung. Und bei dem habe ich halt mal ausgeholfen für einen Gig und so. Und wir haben halt irgendwo gespielt und mein Spitzname war irgendwie da immer so R. Also die Leute haben mich immer so R genannt, so irgendwie aus Alex ist irgendwie R entstanden. Und dann hat er so gesagt, ja, ich überlege mir noch eine Geschichte heute für die Bühne, so, ich will euch irgendwie geil ankündigen, so, weil mein ein Kumpel von mir war dabei, der ist Drummer und der hat da auch mal so zum Spaß, mal zum Aushelfen mitgespielt. Und er hat sich dann eben so eine Geschichte einfallen lassen und kam dann auf einmal so, er saß im Bus hinten und dann auf einmal, ja, jetzt habe ich so, okay, du bist Alfonso Gaddi, der Stief, hast du nicht gesehen, um 10 Ecken verwandt mit John Gaddi aus New York. Der hatte irgendwie dann eine Bekannte, die irgendwie Deutsche war und bla, und hat da irgendwie mit der gebumst gehabt und dann irgendwie ist dann so dieser Bastard entstanden und genau. Und dann kam eben Alfonso Gaddi und dann ist es so entstanden und ist dann irgendwie so geblieben, so als Künstlername so. Und dann war es halt irgendwie als Rapper dann einfach nur Alfonso. Ja, nice, ey. Und du hast es gerade schon erwähnt, wenn man sich etwas informiert, wird einem auch schnell klar, also über dich informiert, dass du musikalisch vorher in diversen Gefilden unterwegs warst, dem Punkrock zum Beispiel sehr zugewandt und auch Hammond-Orgel spielst und solche Geschichten. Also quasi ein richtiger Musiker, der sich dann der in Anführungsstrichen falschen Musik zuwendet. Und wie es jetzt etwas zurückgebliebene Vorgeneration vielleicht bewerten würden, wenn sie Hip-Hop hören. Was mich aber mega interessiert, ich kann euch nur den Rat geben, wenn ihr noch so ein bisschen Backdrop-Story zu Alfonso haben wollt, guckt euch mal das Interview mit Jean-Marc an. Dort wird sehr ausführlich über deine musikalische Sozialisation geredet. Das Laut.de-Porträt finde ich auch schön gelungen. Aber was mich neugierig macht, jetzt mal das Basiswissen quasi ausgenommen, was man über dich jetzt bestimmt in 3 Stunden noch erfahren könnte, wie so die Zugewandtheit zu der Art von Musik entstanden ist. Also wenn ich zum Beispiel an Menschen mit Punkrock, musikalischer Punkrock-Sozialisation denke, mal im größeren Bereich, zum Beispiel die Antilopengang oder KIZ, die machen ja dann auch immer mal so Ausflüge in dieses Genre. Bei KIZ sind es dann so eine Sachen wie, es saßen 3 Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Und so. Ich finde es abgefahren, also ich kenne wenige, die aus diesem Bereich kommen und dann so in einem sehr smoothen Boom-Bap-Gefilde landen. Wie ist das entstanden? Also tatsächlich liegen viele Sachen rum, die eben genau auch so eine Mischung mit drin haben. Und es kommen auch Sachen raus noch, die dann wo dann die Punkrock-Attitüde ein bisschen mehr mitschwingt als jetzt bei dem Analog Slang Album. Ich bin aber prinzipiell einfach mega Fan von diesem Sound und bin eben mega Fan von Figo Pratzlewicz gewesen und das hat sich dann einfach angeboten, so ein rundes Album draus zu machen. Also ich hatte erst so 2 Nummern, die eben so ein bisschen mehr in die Fresse waren, die ich erst gedacht habe, dass ich die mit draufnehme. Die sind dann aber wieder rausgeflogen, weil ich dann dachte, nee, das fügt sich dann so überhaupt nicht in dieses Soundbild ein und ich wollte halt irgendwie ein geiles, rundes Album haben. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns die Schiene halt durchziehen, lass uns ein geiles Boom-Bap-Album machen, so. Ja. Wo einfach, also ich finde halt so, das ist so ein schönes, zeitloses Album geworden. Das liegt besonders natürlich mit an Figo Pratzlewicz und ich denke auch ein bisschen mit an mir, weil meine Texte jetzt auch nicht so super, also es geht schon um Dinge, die in unserer Zeit spielen, aber ich denke, man kann sie jetzt auch in ein paar Jahren noch anhören. Und das ist eben so dieses Ding gewesen, dass ich eben durch Figo da an Beats gekommen bin,
die mir mega gut gefallen und einen Stil, der mir mega gut gefällt. Und dann haben wir halt gesagt, ey, wir ziehen das straight durch. Und, ja. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es immer abgefahren. Menschen sind ja heutzutage immer noch verwundert, dass so Symbiosen möglich sind und auch musikalische Grenzüberschreitungen. Es hat trotzdem immer noch diesen Überraschungseffekt, ja, weil Menschen, glaube ich, einfach nicht wegkommen vom kategorischen Denken. Ja. Und ich habe mir das irgendwie schon denken können, dass das wahrscheinlich einfach so ein menschliches Verbindungsding war. Ja, also wie du wirst Figo Bratzlewicz kennengelernt haben, vielleicht schon lange kennen, wirst du mir gleich vielleicht erklären können. Und dann hat sich es einfach in die Richtung entwickelt, während dein Präferenzspektrum wahrscheinlich sehr breit ist. Genau, also ich kann das jetzt nochmal kurz umreißen. Also ich spiele halt irgendwie, seitdem ich 12, 13 bin, spiele ich halt so Instrumente. Also es ging los mit Bass und dann hatte ich halt mega Bock auf Hammond-Orgel, weil ich eben das derzeit viel Reggae dann irgendwann gehört hatte, also so mit 18, 19, dann eben da in Bands gespielt habe, da eben irgendwie meine Erfahrungen gemacht habe, da auch viel getourt habe zu der Zeit. Und die ganze Zeit aber irgendwie schon so Hip-Hop machen wollte oder auch ein bisschen geschrieben habe und aber nie so den richtigen Kompagnon gefunden hatte. Und dann hatte ich eben in Dresden jemanden, den Said, mit dem ich dann angefangen hatte, mit Hechtstein nannten wir uns damals. Und mit ihm zusammen hatte ich dann ein Konzert vor Figo Bratzlewicz als Support. Und der kam dann danach auf mich zu und hat gesagt, ey, hier irgendwie krasse Stimme, guter Flow und irgendwie geile Texte und lass doch mal irgendwas machen. Und dann bin ich nach Berlin und dann haben wir irgendwie ein bisschen rumgehangen und dann hat er mir irgendwie einen Ordner mit Haufen Beats gegeben und dann habe ich halt einen Monat später angerufen, ey, also ich habe jetzt irgendwie so 4, 5 Songs geschrieben, ich würde irgendwie gerne ein bisschen mehr machen. So. Ja, und dann kam es eben zu der Naturgesetze-EP und dann lag eben immer noch viel rum und dann habe ich gesagt, ey, wie wäre es mit einem Album? Und dann ging das halt einfach so weiter, also es war so ein natürlicher Prozess einfach, genau. So ein geiler Verbindungsmensch, Figo Bratzlewicz, oder? Also ich kann mich erinnern, ich hatte schon mal das Privileg, ihn interviewen zu dürfen vor 2, 3 Jahren. Er war auch unser Kanal, auch wenn er jetzt immer noch familiär ist, aber noch bedeutend familiärer. Und das Erste, was er uns gesagt hat, als ich mich halt auch bei ihm bedankt habe, cool, schön, dass du das Interview für uns gemacht hast. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt Backspin Juice und so weiter. Hat er so ganz euphorisch gesagt, ja, ihr müsst weitermachen, das ist das Wichtigste, machen, Leute kennenlernen, sich verbinden. Und ich glaube, das macht ihr noch aus, ja. Mega, also ich war jetzt vor kurzem wieder da und immer wenn man zu Figo kommt, sitzt halt gerade irgendeine Rapperin, ein Rapper, eine Sängerin. Jetzt wär's ein Ticker, ne? Ja, so, genau, wirklich so. Der ist so der Musikdealer, genau. Ja, da waren, wer war da? Aisha Vibes und die Aileen, liebe Grüße an die Mädels, sehr, sehr coole Mädels, aus Frankfurt eigentlich. Die waren gerade da, haben mit ihm irgendwie da gequatscht und auch ein bisschen Musik gemacht und dadurch entstehen natürlich auch Kontakte irgendwie. Ich war auch zufällig mal da bei Figo und habe den Daniel Fröhlich kennengelernt, der Fröhlich-Film macht. Und nur durch diese Begegnung habe ich dann mit dem ein Video in Valencia drehen können, irgendwie letztes Jahr, weil er eben, er wohnt auf Mallorca und kann halt super günstig so nach Spanien reinfliegen und ist dann halt, während ich dort im Urlaub war, kurz rüber gejettet irgendwie in 2 Tage. Gibt so einen Song, der Valencia heißt auf dem Album. Wiener Ross heißt der. Wiener Ross, ja. Genau, das Video ist jetzt auch erst vor, ich glaube vor 3, 4 Wochen ist das rausgekommen. Und das ist eben das, was wir dort gemacht hatten. Und das ist eben so genau diese... Das ist Figo Bratzlewicz Connection so, ne? Also du kommst halt hin und irgendwie lernst du wieder jemanden kennen und dann, ja. Weißt du, was ich voll schlimm finde? Ich habe vor kurzem mal einen Vergleich von Promophasen gehört oder gelesen. Und da ging es darum, dass deutscher Hip-Hop schon zumindest die kommerzielle Riege, aber eigentlich auch doch bis zum Untergrund runter, sehr gut darin ist, das Album zu promoten bis zum Release-Date und danach ist relativ schnell Stille. In den 90er Jahren war es eher so, dass das Album rausgekommen ist und dann so die Promophase erst losging und das macht man ja auch, indem man, wenn das Album draußen ist, ein paar Monate später nochmal Songs veröffentlicht, nochmal ein Interview gibt und das finde ich auch richtig, weil das ist ein kreatives Kind, wenn dein eigenes Kind, wir haben es ja vorhin gehabt, da ist, also geht die Promophase ja auch mindestens 18 Jahre, ja, in dem Sinne. Und was ich immer so ein bisschen ernüchternd finde, ist halt, dass auch
die Aufnahmefähigkeit des Publikums sich abschwächt. Also ich glaube, ich habe das auch gesehen, dass die ersten Videos so die beste Resonanz hatten oder die weiteste Resonanz und die weiteren Songs dann nicht. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass jemand wie du sich nicht unbedingt allzu essentiell abhängig davon macht. Aber was glaubst du, woran das liegt, dass die Leute, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute einfach so klein geworden ist? Also das Ding ist so, auf jeden Fall haben wir da von Anfang an eigentlich ziemlich viel Gas gegeben, Social Media mäßig mit diesem ganzen, mit den Videos, also es sind ja 5 Videos rausgekommen zu Analog Slang und haben da versucht, das Ganze so gut wie möglich zu promoten. Das Ding ist halt einfach, also man muss sich halt vorstellen, es kommen doch locker 10 Deutschrap-Videos am Tag raus, wenn das reicht so. Davon sind natürlich nicht 10 geil, aber lass mal 2-3 geil sein. Und selbst die schafft man eigentlich nicht, sich anzugucken. So. Und dann muss man halt gucken, so, ne, wie groß ist. Also klar, durch Crackpack, sage ich mal so, sind es schon viel mehr Klicks geworden, als hätte ich es jetzt nur auf meinem Profil gemacht, also auf meinem Kanal gemacht. So. Trotzdem ist es halt einfach so, es kommt halt einfach jede Menge raus. Du brauchst halt eine extrem gute Reichweite, wie auch immer. Ich habe davon ehrlich gesagt auch gar nicht so den Plan. Wir machen halt einfach, versuchen das irgendwie das bestmöglich zu machen. Haben einfach auch Bock gehabt. Also ich habe zum Glück eine ziemlich coole Crew, mit denen ich die Videos machen kann. Und wir haben halt mega Spaß dabei und machen das einfach gern. Und dann lassen wir uns halt einfach überraschen, was dann so dabei rumkommt halt einfach. Ne? Und vielleicht klappt es mal gut, vielleicht klappt es mal schlecht. Klar, bei irgendwie, wenn man sich Videos anguckt von Old School Future, da bin ich jetzt irgendwie nach, ich glaube 3 Jahren ist es draußen oder sowas, bin ich jetzt irgendwie bei so 40.000 Views. Mal gucken, was mit den anderen Sachen noch passiert, aber das ist doch, das, wie gesagt, heutzutage sind das halt alles am Ende nur noch Zahlen. Aber man kennt seine Zahlen, ist so abgefahren, ne? Ja klar, guckst du mal auf deine, also klar guckt man sich mal an, so was geht und sicher weiß man auch so ungefähr, was bei anderen geht. Und da wird einem wieder auch bewusst, dass man halt ein Untergrundkünstler ist. Und damit ist es im Grunde genommen Hauptsache, also die Hauptsache ist einfach, man hat halt selber Bock drauf, das zu machen, macht das mit Liebe. Bietet es den Leuten an, weil man ja auch selber irgendwie Bock hat, da ein schönes Video dazu vielleicht zu machen. Und alles andere ist dann so der Lauf der Dinge. Ne? Also im besten Fall ziehen sich die Leute rein und feiern es. Ansonsten halt nicht. Ja, ich glaube, also dazu fiel mir eine Story ein. Meine Freundin, die saß auch, wann waren das, vor ein paar Monaten in der Küche und hat mich irgendwie gefragt, irgendwie kam mir so dazu, dass ich irgendwie scheinbar sehr gut wusste, welche Interviews welche Views haben. Und dann hat sie das so amüsiert, dass sie mich dann angefangen hat, alle Videos durchzufragen. Und unterm Strich war es immer sehr genau. Also zum Schluss hat sie solche Lachanfälle bekommen, weil das auch auf eine gewisse Art so narzisstisch ist. Also ansatzweise narzisstisch und so verklärt will man sich ja auch nicht darstellen. Das ist halt ein Teil davon. Und zu dem Thema Untergrundmusik, ich glaube, irgendwann wird einem das auch klar, ja, dass man ja auch keinen Pop machen will oder um einer breiteren Masse zu gefallen, sich irgendwie anpassen muss. Und ich glaube, das ist dann irgendwie so das eigene Anabol, diese Erkenntnis, das letztendlich umzusetzen, weil fast jeder Künstler selbst ja auch inhaltlich diese Promophase nicht einbettet oder dieses Streben nach mehr Reputation, der hat das schon mal durchlaufen und hat mir auch, also viele haben mir davon erzählt, ob es nun ein Hiob war, auch offen im Interview, dass das so irgendwann so eine Erkenntnisstrecke ist, zu sehen, die Musik, die ich mache, kann gar nicht analog zu solchen Klickzahlen stattfinden. Und dann fängt man an, sich wieder so mit seinem Credo zu verbrüdern und das auch sehr erleichternd ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast, zu den Klickzahlen und so weiter. Ne? Das ist halt mehr oder weniger, also ich sag mal leider die Zeit, in der wir leben, dass wir halt gerne irgendwie uns, ja, ob es ein Künstler oder Privatperson ist, irgendwie doch anscheinend alle sehr gerne selbst darstellen und irgendwie auch sehr gerne diese oder süchtig geworden sind nach diesem Feedback von anderen, von Leuten, die wir gar nicht kennen, von denen es eigentlich auch scheißegal ist, was die von uns halten. Aber irgendwie hat sich das halt in so eine komische Richtung entwickelt, sich da halt so zeigen zu wollen und darüber eben irgendwie seine Bestätigung zu sammeln,
was dann irgendwie zum Teil in der Realität dann immer mehr verkümmert, habe ich das Gefühl. Aber ich denke, da wird sich auch wieder einiges ändern. Da hat sich ja irgendwie, also ich glaube, die Leute kriegen immer mehr mit, dass das halt Bullshit ist und dass es dann irgendwann auch wieder, dass man irgendwann wieder ins echte Leben raus aus daraus kommen muss und wieder zurück hier in den Park oder so. Ja, das ist halt der Lauf der Dinge einfach. Und was war jetzt die, wo warst du jetzt gerade nochmal? Was mich wieder inspiriert, ich habe von dieser Erkenntnisstrecke geredet, diese Schere zu durchlaufen und zu begreifen von dem, was man macht, was man sieht und was man erntet, ja, und wie das auch im Verhältnis zueinander stehen sollte oder nominell halt auch steht. Also deswegen war halt so das, was ich vorhin gesagt habe, dass man halt das halt nur machen kann auf Dauer, wenn man halt einfach das Feuer und die Leidenschaft selber hat und die nicht von außen braucht, also nicht vom Außen die Bestätigung braucht, dass man das weitermachen sollte, sondern das funktioniert nur, wenn du für dich weißt, ich will das machen. Ja. Weil entweder du fängst ja dann an zu verbiegen, weil du halt nach dieser Aufmerksamkeit strebst, oder du sagst dann halt, ja gut, dann lasse ich es halt. Wenn halt nicht das Feedback kommt, was ich mir wünsche, das kommt, sollte. Ne? Und da kann man es ja zum Beispiel bei einem Trettmann sehr gut sehen, der irgendwie also jahrelang null Feedback bekommen hat. Also jahrzehntelang könnte man sagen, null Feedback bekommen hat oder ganz wenig. Ich kann mich noch erinnern, damals, das war vielleicht, lass es so 2009 gewesen sein, 2008, in Dresden bei einem Konzert. Da habe ich mit meiner Reggae-Band, damals habe ich noch in der Reggae-Band gespielt, und da war er so der Support und war da halt mit seinem Dude, damals noch mit so einer, damals irgendwie hatten die das noch nicht mit dem Handy so raus, und ich weiß gar nicht, gab es da mal vor 10 Jahren, gab es da schon Facebook? Tatsächlich, ja. Ja. Okay, aber irgendwie war das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da fingen Leute an, sich gerade bei Facebook anzumelden. Es war schon breit, das war so der Übergang von MySpace zu Facebook, die Zeit. Auf jeden Fall, stand da halt noch so ein, war halt ein so Dude dabei, der ihn quasi mit der Steadicam so gefilmt hat. Und dann er halt, ja, und hier ist Trettmann, und hat so sein Videoblog halt irgendwie gerade da gemacht. Und das ist halt so ein Typ, der hat halt damals, haben wir den so ein bisschen belächelt dafür, dass er halt da steht dort und seinen Kumpel dabei hat, der ihn irgendwie dann filmt und die das dann bestimmt irgendwo hochladen und so. Aber der hat halt gehasselt seit Tag 1 und hat das halt einfach auch durchgezogen. So einfach, weil er wusste so, ey, ich hab da Bock drauf, ich mach das. Und jetzt läuft's. So. Also es hätte auch passieren können, dass es nicht so kommt. Dann würde er es wahrscheinlich aber trotzdem noch machen. Und das ist halt genau der Knackpunkt so. Wenn du halt Musiker bist oder Künstler oder was auch immer, dann machst du das halt einfach aus dem Antrieb heraus, dass du das eben machen musst für dich. So. Also eigentlich eine ganz positive Sache. Weil du drückst dich halt aus und du machst halt, du gibst halt was raus, und entweder das interessiert jemanden oder nicht, aber du machst es halt, und du machst es ja ein Stück weit für dich selbst auch. Und man sollte das nie für irgendwelche Zahlen machen. So, also wie gesagt, irgendwie guckt man zwar trotzdem drauf auf diese Zahlen, aber dafür sollte man es nicht machen. Ja, es sollte halt eben eine Messbarkeit sein, eine nicht dominierende Messbarkeit, und genauso nochmal irgendwie einen Backflip zu wagen zu dem Thema Social Media. Genauso sollte das digitale Dasein oder die digitalen Medien nur ein unterstützendes Segment sein, was halt maximal irgendwie die Realität untermauert oder die Realität begleitet. Ja. Das mag ich auch mal. Also ich erzähle manchmal sehr geschlossenes Zeug. Ja. Also manchmal kann das Mikrofon auch nur für ein Jahr rüberwandern. Ja. Aber was ich auch denke, ist, was gut ist, Rap als Popkultur, was es ja de facto inzwischen ist, sogar die dominierende, bespielt ja aktuell sehr viele junge Menschen. Und ich denke, wie du gerade schon gesagt hast, Trettmann ist mit Mitte 40, hatte seinen popkulturellen Durchbruch gehabt. Zwar auch mit sehr massentauglicher Musik im Vergleich zu damals, aber sehr individuell massentauglicher Musik, wie ich finde. Und ja, ich glaube, das Gleiche kann auch im Generationswandel passieren. Ich denke, Menschen, die jetzt Rap hören, mit Rap musikalisch sozialisiert werden und durch oberflächlichere Inhalte bespielt werden, die
entwickeln ja auch Lebenserfahrungen, gleiten in andere Lebensphasen ab und Menschen, sehr viele junge Menschen, die jetzt besoffen beim Splash sich halt Musik anhören, in Sprechgesangsform vorgetragen, in denen es halt um geile Bitches geht, um Markenwahn und. Die sind in 10 Jahren auch Väter. Der Lifestyle ändert sich und wahrscheinlich ist diese Generation, die jetzt wirklich so flächendeckend Rap sozialisiert wird, auch für andere Inhalte offen. Also es kann auch sein, dass genau die Generation in 10 Jahren für das, was heute Untergrundmusik ist, aufgrund der Themenvielfalt, die eben in dem Gefilde nicht so eine breite Rolle spielt, sich öffnet und das dann einen wesentlich popkulturelleren Raum erfährt. Das kann passen, also es kann passieren so. Ich höre aber auch von Leuten, die jetzt, sag ich mal, eher so Mitte 30 oder älter sind, dass die sich auch gerne mal den stumpfen Scheiß einfach geben. Dito, also Opium fürs Volk. Genau. Deswegen, also es geht mir ja selber auch so, es muss ja nicht immer irgendwie dann irgendwie der tiefsinnige Kram sein, das zieht man sich auch mal rein, ist aber auch nicht das, was man jetzt irgendwie so wahrscheinlich zum größten Teil sich dann anhört. Aber klar, also das ist im Grunde genommen, ich meine, das ist ja am Ende, kennt das ja wahrscheinlich jeder bei mir, ich bin jetzt ja schon auch schon ein bisschen älter, bei mir waren das halt dann irgendwie, war das irgendwie Sammy Deluxe so mit so einem grüne Brille-Ding oder irgendwie Beginner mit so Pop-Zeug, mit so Pop-Songs, die dann rausgekommen sind, die ja schon irgendwie ganz cool waren, wo man dann aber dann so von dieser Oberfläche, an der man kratzt, dann irgendwann so ein bisschen tiefer steigt und merkt, ach krass, das gibt's dann auch noch. Und dann kommt man irgendwie immer tiefer und tiefer, wie das eigentlich bei jedem Genre, das man so kennenlernt, ist. Man flasht immer erstmal kurz auf diese Ikonen dieser Genre und dann rutscht man so tiefer rein und wenn man Bock drauf hat, entdeckt man dann halt die Perlen irgendwann. Ja, gute, du hast eine gute Brücke gebaut zu deiner Kunst. Und diese Perlen, die finden ja in sehr eigenen Sprachen statt, in sehr spezialisierter Form, wie das ja auch letztendlich bei dir ist. Also rein vom Soundbild her, das haben wir schon mal angeschnitten, aber deine Art und Weise, sich zu artikulieren, ist ja auch sehr, glaube ich, deinem eigenen Sprachgefühl entsprechend. Die Aneinanderreihung oder die Wortwahl, die letztendlich deine Gefühlssituation am besten repräsentiert und dann an manchen Stellen sehr offen, sehr eindeutig, aber auch sehr stark verkryptet, ja. Ist das was, was du schon mal überdacht hast in dem Sinne, das stringenter darstellen zu wollen oder ist es genau die Form von Artikulation, die du schätzt, da mehrfach mal drüber nachzudenken, was hat er damit gemeint, auch Interpretationsraum offen zu lassen? Also sowohl als auch. Bei dem Album tatsächlich war es so, dass ich Bock drauf hatte, Texte zu haben, die man sich idealerweise beim 10. Mal dann nochmal so denkt, ach krass, ach so. So, oder irgendwie dann nochmal so ein Flash bekommt auf irgendeine Line, wo man dann irgendwie den Zusammenhang zu was davor im Song nochmal knüpft oder sowas. Also darauf stehe ich halt selber auch, dass man irgendwie dann nochmal so einen Kopffick irgendwie zwischendrin nochmal hat. Bin aber jetzt gerade zum Beispiel bei dem nächsten Projekt, das übernächste Projekt, was dann rauskommt, da hatte ich jetzt so den Ansatz, dass ich einfach ins Studio bin mit einer Idee, mit so einer groben und dann quasi die Songs sozusagen im Studio gefreestylt habe. Also ich habe immer so ein paar Lines gemacht, dann kurz wieder Pause, wieder kurz weiter überlegt und dann ein paar Lines. Und das ist natürlich ein viel unverkopfterer Ansatz als jetzt bei Analog Slang. Bei Analog Slang habe ich mir halt wirklich eigentlich immer hingesetzt, die Sachen geschrieben, dann eben auch nochmal was weggeschmissen, dann wieder was dazu und dann auch so ein bisschen getüftelt manchmal an irgendwelchen Lines. Und bei dem Ding hatte ich dann eben, wahrscheinlich weil ich genau das jetzt so dolle gemacht habe, dann hatte ich jetzt beim nächsten dann irgendwie Bock, das Gegenteil zu machen, also da irgendwie so ganz unverkopft reinzugehen und so ein bisschen mehr geradeaus was rauszuhauen. Also ich mag beides. Ich finde es beides geil. Das kann irgendwie so was sein, wo man lange dran knobeln kann und irgendwie immer mal wieder was entdeckt, aber es ist auch geil, wenn es einfach wirklich straight ist und du irgendwie schon direkt beim ersten Mal hören verstehst, worum es geht und das Lied einfach ein geiles Feeling hat oder irgendwie lustig ist oder ja. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, diese verschiedenen Arten und Weisen da inhaltlich ranzugehen, das manifestiert sich ja zum Beispiel auch in dem Track Nackt, in dem du nicht nur davon sprichst, Intimität offenzulegen, seelische Intimität, sondern ich glaube auch lingualer Natur. Also für mich
ich habe das in beide Richtungen interpretiert. Also der Track sagt sowohl das eine als auch das andere, also ein Freund von Direktheit zu sein. Was hat dich so dazu bewogen? Also welche Lebensphase, welche Stimmung hat quasi diesen Song geebnet? Also ich habe zwei Songs nach einer Trennung, nach einer relativ langen Beziehung geschrieben. Und das ist das eigene Licht gewesen und nackt, so relativ straff hintereinander irgendwie. Und ja, bei nackt geht es im Grunde genommen wirklich eigentlich intensiv um dieses eher kopfmäßige Ausziehen, dass man halt sagt, so, man nimmt halt die Maske ab, so, ne, die irgendwo ja jeder von uns trägt, ob jetzt da sind manche mehr, manche weniger. Aber ja, man lernt halt oft irgendwie Leute kennen oder kennt auch im Freundeskreis viele Leute, wo man ganz genau weiß, dass die mit den und den Sachen, die sie sagen, so ein bisschen was verstecken, was auch man irgendwie dann immer, das ja auch okay ist, ne? Also man muss, man ist ja auch nicht gesund, immer alles konkret immer auszusprechen. Aber so, das ist so, der Song ist so ein bisschen so dieses Freimachen davon, so, also wahrscheinlich auch eher für mich in dem Fall so dieses, ey, das bin ich, so, und ich versuche jetzt nicht irgendwie, das macht auch für mich so das Album ein bisschen aus, ich versuche dem Album nicht besonders der coole, krasse Boom-Bap-Rapper zu sein mit dem Oldschool-Shit und so, ne, sondern ich versuche halt einfach Alfonso zu sein. Natürlich ist es noch was anderes als mich als private Person, aber es ist schon ziemlich nah dran. So. Und das ist eigentlich der Song, oder für mich so die Kernaussage des Songs, was auch irgendwie so das Album irgendwie widerspiegelt, weil es eben alles sehr, sehr persönlicher Kram ist, auf jeden Fall. Also es geht da ziemlich in die Tiefe. So. Und das soll eigentlich nackt so ein bisschen auch nochmal auf den Punkt bringen. Ist das die Art und Weise, wie du dich am wohlsten fühlst? Die Umfelder, in denen du nackt sein kannst, ist die erste Frage. Und zweitens kann ich mir vorstellen, wenn man so zu einem Song kommt, hast du auch die gesellschaftliche Erfahrung gemacht, dass man gewisse Facetten seinerseits auch ausblenden muss, weil einfach ja, viele Idioten rumrennen, formuliere ich das jetzt mal ganz polemisch, die das einfach nicht verstehen würden, bei denen der Umgang die Sache einfacher macht, bestimmte Facetten auszublenden, bei denen man sich oder wo man sich eigentlich wohler fühlen würde oder wo man sich nachweislich wohler fühlt, diese einfach leben zu dürfen. Also prinzipiell ist es natürlich immer am schönsten, wenn man so sein kann, wie man ist. Inwiefern ich das die größten Teil der Zeit bin, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, weil ich denke, es gibt immer viele Momente, wo man irgendwie ja nicht immer genau bei sich, also nicht in seiner Mitte ist und dann immer genau so sein kann, wie man tatsächlich sich fühlt. Manchmal ist es, wie gesagt, doch gut so. Ich habe aber, sage ich mal so, die letzten 2-3 Jahre gelernt, und das ist eigentlich so eine große Erkenntnis für mich gewesen, viel eher auf so Bauchgefühl zu hören und dann in dem Moment tatsächlich, wo ich mit Leuten irgendwie, also meistens hat das immer mit Menschen zu tun dann im Dialog, dann wirklich gleich zu sagen, nee, das geht nicht klar. Oder lass uns das mal bitte versuchen so zu machen oder ja klar, cool, so. Statt irgendwie Dinge vielleicht erstmal mitzumachen für jemand anderen, obwohl ich schon eigentlich weiß, dass es scheiße ist. Oder dass es halt gar kein, also dass es irgendwie Quatsch ist. So, das war so eine Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, ja, du kannst dir selber auf jeden Fall mehr vertrauen und da mehr auf dich selber hören. Und das ist für mich auch so eine gute Form von Nacktsein, da eher auch mal vielleicht mal so dahin gehen, wo es weh tut, dann eben in dem Moment halt was sagen, wo man vielleicht weiß, okay, das wird jetzt gleich eine Kacksituation, weil man jetzt halt dazu was sagt oder da eben eine andere Meinung dazu hat, statt einfach nichts zu sagen oder da ein bisschen zuzustimmen und dann eben lieber der Sache aus dem Weg zu gehen. Aber ich habe halt gemerkt, dass es prinzipiell mir damit besser geht, wenn ich das eben lieber rauslasse, statt dann im Nachhinein, weil das ist ja der Punkt so,
das ist ja dann trotzdem nicht weg, das Gefühl, dass man hätte was sagen sollen oder, ne, man, jeder kennt das ja irgendwie, dass er da irgendwie in Situationen steckt, wo man vielleicht dann nichts sagt oder ja, so Sachen halt irgendwie macht, die man vielleicht eigentlich von Intuition her lieber anders gemacht hätte. Und das nervt dann ja total, wenn du dann 2 Wochen lang dann immer noch dann sowas so ein bisschen im Hinterkopf hast, so, ne? Dass du das hättest lieber anders machen sollen oder demjenigen anders hättest sagen sollen. Ja, also in dem Sinne versuche ich da, ist es schon der schönste Zustand, da irgendwie so nackt zu sein und zu versuchen, irgendwie bei sich zu sein. Ja. Also ein emotional-sozialer Pragmatismus, der findet ja trotzdem immer wieder statt. Also wie du gerade schon gesagt hast, ist das so ein Ideal, an dem man arbeitet, in dem man halt auch seine Person, seine Persönlichkeit konsolidiert, immer mehr findet. Aber dennoch passiert es ja doch, und man kann das gar nicht einkalkulieren, es passiert einfach manchmal so fupp, dass man auf einmal in der Wahrnehmung eines anderen Menschen oder einer anderen Gruppe gefangen ist. Es ist nicht planbar. Und ich glaube, das sorgt auch für die nicht vorhandene Konstante, ja? Also die sich natürlich immer mehr definiert mit zunehmender Lebenserfahrung, aber es kann einen halt doch immer kalt erwischen, ja. Auf jeden Fall. Also das ist ja aber immer so witzig, ne? Das ist ja, man kommt ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung irgendwo hin, wenn man sich mit irgendjemandem trifft. Also genau, zum Beispiel wir, ne? Bei uns ist schön, wir teilen uns sogar eine Flasche Wasser, ja? Genau. Ja, sogar das Wasser brüderlich. Ja. aber irgendwo hast du ja ein Bild von mir, wenn du weißt, okay, ich treffe mich jetzt mit Alfonso, hab die Platte gehört, das wird wahrscheinlich so und so ein Typ sein. So, ne? Also du hast ja wahrscheinlich dir schon im Vorfeld ein Bild von mir gemacht, obwohl du mich nicht kennst. Das ist natürlich bei Künstlern, die viel größer sind, noch viel, viel krasser, weil die natürlich irgendwie vielleicht noch mehr schon von sich medial preisgegeben haben und dann irgendwie den, ne, natürlich sich so ein Bild aufbaut von einer Person, die ja so gar nicht vorhanden ist. Also was ja einfach nur eine Kunstfigur ist, ne? Und genauso geht es einem ja auch mit Leuten, die jetzt nicht irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, so, sondern wo man einfach denkt, so ja, okay, ich treffe mich mit dem und dem. Man hat halt schnell irgendwie so eine Erwartung oder so ein Bild und versucht daran irgendwie dann die Person auch irgendwie abzumessen, wenn man die dann trifft, haut aber meistens nicht hin. Ja, aber deswegen finde ich es auch geil, wenn man so miteinander wächst. Also natürlich ist es was anderes, wenn man wirklich tief befreundet ist. Ja, aber also ich zum Beispiel, ich habe jetzt vor, glaube ich, vier, fünf Jahren das erste Mal Morlock Dilemma interviewt. Und wenn du dann das dritte, vierte Interview machst, dann generierst du auch so eine Retrospektive. Es ist sehr lustig oder sehr amüsant, zurückzugehen und genau das zu analysieren, was du gerade beschrieben hast, wie man noch mit der romantisierten Version oder imaginierten Version des Künstlers gesprochen hat, die sich im Laufe des Gespräches aber etwas tiefere Konturen bekommen hat und dann das über 3, 4, 5 Interviews stattfindet. Also ich genieße das auch sehr, Künstler über Jahre hinweg 2, 3, 4 Mal interviewt zu haben, witzigerweise dann auch irgendwann bei Veranstaltungen zu sehen, Tiefe zu schaffen. Also ich finde beide Ebenen sehr witzig und das kann man auch Journalismus deutschlandweit, weltweit beobachten, wenn Interviewer oder Journalisten und Künstler sich kennenlernen, so über Jahre hinweg. Das kann sehr amüsant sein. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Also klar, logisch, kriegt man nochmal da eine andere Ebene rein irgendwann. Und, ne? Genauso faszinierend in Beziehungen, ja. Also der Mensch, der durch die rosarote Brille irgendwie doch derselbe ist, immer wieder derselbe war, ne? Die Fähigkeit, verliebt sein, die Fähigkeit, jemanden zu sehen, wie er nicht ist oder wie man ihn sehen will, nach 8 Jahren irgendwie durch die gleichen Augen betrachtet, ein ganz anderer Typ ist. Ne? Das stimmt, ja. Habe ich gerade 8 Jahre gesagt? Also wahrscheinlich, weil ich in meiner Beziehung im 8. Jahr bin. Ja. Ja, aber das ist doch cool. Also, dass man eben dann immer tiefer einsteigt. So, ne? Man, das ist ja nichts Schlechtes, dass man irgendwie dann merkt, ach krass, man hat ja doch nicht nur mit dieser romantischen Person zu tun, die irgendwie so alles, also ne, wie so das erste Jahr halt dann immer ist, so, ne, so ungefähr. Ja. Sondern da kommt dann irgendwann die Realität und dann lernt man halt da die Person ein bisschen tiefer kennen. Und es wird halt immer tiefer. Und es wird natürlich auch immer interessanter, es ist bestimmt auch nicht immer einfach, aber es ist halt cool.
Also wenn du jemanden dann so kennst, ist halt auf jeden Fall was Besonderes. Voll, mega. Ich spule nochmal kurz zurück. Und zwar hat mir gefallen, als wir so ein bisschen beim Pragmatismus in sozialen Situationen waren, auch geeicht auf das eigene Nervenkostüm, auf die eigene Art und Weise, sich seinem Umfeld gegenüber zu verhalten. Es gibt ja den Track, wird schon gehen, WSG, auf deinem Album. Und da ist so eine Line, die hört man oft, aber schön mit eigenen Worten formuliert, dass dich scheinbar irgendwie so Destruktivität fasziniert. Also du fühlst dich letztendlich doch immer sehr wohl oder du merkst, dass du das Gefühl überlastet, überreizt zu sein brauchst. Vielleicht kriegst du es hin. Ich habe sie mir extra 5-mal angehört, um sie dann wortwörtlich zu zitieren und ich vergesse die Lines dann immer wieder im Interview. Ich glaube, du sagst, ich fühle mich erst richtig wohl, wenn ich komplett am Arsch bin oder so. Irgendwie in der Form. Ja, wenn ich irgendwie konsequent am Ende bin, genau. Genau so war das, das genau. Simple Wortwahl, aber sehr schön. Also, ja, genau. Ich sag mal so, zumindest ist es bei mir so, beim Texteschreiben, wenn alles cool ist und man happy ist und gerade nichts im Leben schief läuft, dann kommt da meistens nichts so richtig Geiles bei rum. So, ne? Es ist halt. Ja, ich habe einen Kumpel, der hat aufgehört mit Mucke, weil er glücklich ist. Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen dieses Klischee-Ding. Man kann natürlich dann andere Musik machen. Vielleicht hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt so eben aus diesem Punk-Bereich komme, da viel gemacht habe, dass ich eben so diesen Hang zum Destruktiven habe. Also es hat halt sehr viel mit einem Weltbild zu tun, das irgendwie früh geprägt wurde. Wo ich mir irgendwie viele Slime-Texte genau durchgelesen hatte und da irgendwie, ja, mich die Welt irgendwie schon mit 13 ziemlich, aber fuckt wahrscheinlich jeden 13-Jährigen ab, die Welt. Und irgendwie ist es auf jeden Fall so ein gewisses Leiden ist auf jeden Fall guter, kreativer Treibstoff. Das kann man, also kann ich so bestätigen, auf jeden Fall. Ja, aber es gibt diesen faszinierenden Zenit, oder? Also man gibt Vollgas, man weiß und lernt ja auch zu dosieren, was gut, was schlecht ist. Egal, ob das jetzt alle Reizfaktoren im Alltag, im sozialen Umfeld sind. Und dann gibt es eben so Sachen, die sind von beiden Seiten reizvoll. Also sowohl was die kreative Komponente angeht, was die im Leben schulende Komponente angeht, aber zu viel treibt einen dann auch wirklich so hardcore an die Grenzen und dann landen irgendwie alle, das kennt jeder Mensch, diese zentrale Frage an dem Punkt, wo man sich sagt, scheiße, warum ist es nicht möglich, die Dosierung irgendwie mir verträglich zu halten, ja? Also ich glaube, es gibt selten den Weg, in dem man all diese Faktoren in Anspruch nehmen kann, ohne dass man, ja, dass man darunter leidet, dass es einem schlecht geht dadurch. Was meinst du jetzt mit alle Faktoren? Also soziale Umfelder, Social Media, Ernährung, Konsum im Allgemeinen, also das ist das, was ich so aus dem Track so ein bisschen rausgefiltert habe, dass der Track im Grunde genommen, also wir reden immer noch über WSG, auch so ein bisschen von deiner emotionalen Haushaltssituation spricht. Ja? Und da so ein Gleichgewicht zu finden, man guckt sich ja dann doch irgendwie seine Menschen im Umfeld an, egal ob sie 10 oder 50 sind. Das ist immer so, metaphorisch gesprochen, so eine Fahrt auf der Autobahn und so ein Driften aus der Spur. Und wenn man Glück hat und mal auf der entgegengesetzten Fahrbahn landet, gibt es keinen Gegenverkehr. Aber es kann halt auch schon mal knallen und dieses Ausscheren aus dieser Spur ist aber halt mega notwendig, um seinen Horizont zu erweitern. Und das meine ich halt, dieser schmale Grat, diese Wahrung des schmalen Grates zwischen halbwegs immer wieder in seine Spur zurückkommen, aber doch mal auf der Gegenspur schnüffeln, ohne Gegenverkehr oder auf Gegenverkehr zu treffen, das ist, glaube ich, ein großes Kunststück, ja, was die Leute immer wieder fasziniert. Oder was die Leute fasziniert, ist der schmale, oder ist einfach dieser kleine Winkel, dieser ganz kleine Winkel, in dem das perfekt sich anfühlt. Ja. Das ist ja eigentlich schon gut erklärt. Also, genau, also ne, wenn wir dieses aus der Komfortzone rausgehen, ist ja auch immer so ein im Gegenverkehr unterwegs sein.
beziehungsweise halt irgendwo vielleicht Dinge zu übertreiben, das heißt quasi zu viel zu machen. Das kann natürlich bei gewissen Sachen sehr schnell ins Negative gehen, wie wir eben, was weiß ich, bei Social Media sehen oder so ein Scheiß. Ne? Da hat es wahrscheinlich wenig positive Effekte, wenn ich da jetzt irgendwie 6 Stunden am Tag irgendwie vom Handy hänge. Können wir kurz mal Konsens schaffen, dass das Kind da hinten sehr nervig ist. Ich weiß gar nicht, was da macht. Das ist so im Busch da hinten irgendwo, oder? Ach nee. Ja, doch. Ja, jetzt ist raus. Ja. Okay. Auf jeden Fall können wir uns einigen, dass unsere Kinder mega süß sind und sowas nicht machen. Auf keinen Fall. Sind sie immer ganz brav da, schweigen. Wenn sie was gefragt werden, geben sie eine Antwort. Seltsam, meine Tochter ist auch so. Nee, also dieses Grenzen überschreiten ist auf jeden Fall super wichtig. Und wie ich jetzt, um mich kurz selber zu zitieren. Das ist schon geil. Kontrolle und Kontrolle bewahren ist wohl das Dümmste, was man machen kann. Das heißt quasi, natürlich ist es nicht gemeint, dass man die ganze Zeit irgendwie sich exzessiv jedem Scheiß hingeben sollte, aber ab und zu sollte man auf jeden Fall auch mal die Kontrolle verlieren, weil man am Grund, also weil dieser Gedanke, man hat über irgendwas Kontrolle, sowieso kompletter Bullshit ist und man hin und wieder einfach mal loslassen sollte und auch mal eine Grenze übertreten sollte, die man sich selber geschaffen hat, weil man dadurch erst irgendwie ein bisschen wachsen kann. Und um wieder auf WSG nochmal zurückzukommen, ich sag mal so in dem Track, das ist halt so ein Rundumschlag gegen mich selbst sozusagen. Da spreche ich ja ganz viele Sachen an, wo ich sage, ja, da bin ich halt irgendwie so ein bisschen, also ist natürlich alles auch ein bisschen überzeichnet, logischerweise. Aber da bin ich halt irgendwie so ein Freak halt in vielen Bereichen. So, ob ich das will oder nicht. So, und manchmal. Achtung, Wespe. Ist gut. Das sind unsere Freunde. Ob ich das will oder nicht. Und natürlich mache ich das manchmal auch sehr gern und begebe mich da in irgendwas Exzessives hinein, aber manchmal kann man da einfach nichts dagegen tun. So. Und das gehört halt quasi dazu. Das ist halt Teil von mir. Und wie gesagt, dem Ganzen. Jetzt wird es aber ein bisschen penetrant. Kann auch sein, dass das eine Schmeißfliege ist, weißt du, die so ähnlich wie Wespen aussehen. Ja? Ja. Also das gehört halt einfach dazu, ist im Grunde genommen halt ein Teil von uns allen wahrscheinlich, so jeder sollte das auch hin und wieder tun und in dem Fall habe ich quasi meine ganzen Freak-Eigenschaften in einen Song gepackt und das halt irgendwie überspitzt ein bisschen formuliert, genau, und da ist halt WSG draus geworden. Ich finde der Track, korrigier mich, ich glaube im Gesang der Sirenen, heißt der so, genau, was übrigens das Lied ist, was mir am besten gefällt auf dem Album, der kommt oder schlägt in eine ähnliche Kerbe. Gesang der Sirenen ist witzigerweise der Song, der fast mit am ältesten ist, also der lag ganz, ganz lange schon rum. Da bin ich auch nochmal 2-3 Mal drüber gegangen. Ist für mich dadurch irgendwie nicht mehr so ein starker Track gewesen, weil ich ihn wahrscheinlich schon so lange kannte. Hab dann aber von vielen gehört, die den sehr gefeiert haben auf dem Album. Das war so der Bam-Track bei mir. Ja. Ich finde ihn inhaltlich mega gut auch. Da geht's, sag ich mal, mehr um diese. Vorhin habe ich in einer Phase geschrieben, wo ich eben gemerkt habe, dass ich mich eben sehr schnell ablenken lasse und irgendwie, obwohl ich gerne dies und das machen möchte und irgendwie gerade Gas geben will, kreativ sein will, was auch immer, dann doch irgendwie wieder vor irgendeinem Video hängen bleibe oder, keine Ahnung, mir dann doch zu früh am Tag irgendwie einen Joint drehe oder... Es ist so eine Prokrastinationshymne eigentlich mehr. Naja, so kann man, also... Ja, in gewisser Weise schon. Also in gewisser Weise schon. Es ist natürlich noch ein bisschen tiefer. So. Es geht im Grunde genommen um viele Arten von Ablenkung, so, die ihm quasi, die ihn immer so verleiten. Deswegen der Gesang der Sirenen so als Metapher dafür, dass man irgendwo gerufen wird, der so seinen Pfad eigentlich verlässt, den man eigentlich gerade gehen will.
und dann so gerufen wird aus der Ferne, ist halt was so verlockend, dass man sich das dann doch lieber reinzieht erstmal, was da drüben ist, statt eigentlich weiter den Weg zu gehen, den man eigentlich gehen will. Was ja, wie gesagt, auch, das ist ja, wie gesagt, deswegen wahrscheinlich dieselbe Kerbe, was ja auch mal ganz schön ist, sich der Sache hinzugeben, aber man sollte vielleicht nicht ganz die Fahrt bis dann an die Klippen ranmachen, weil sonst zerschellt das Boot und man kommt nicht mehr auf den Pfad zurück. Ja, das ist so ein Track, der weniger direkt ist als Nackt zum Beispiel, genau, den ich so interpretiert habe, dass du im Gesang der Sirenen, die ja auch oft für eine Symptomatik von Elend stehen, ja, wenn Sirenen erklingen, dann ist meistens irgendwas nicht im Lot. Mhm. Und diese Nebensächlichkeiten, denen du dich dazu wendest, die habe ich jetzt gar nicht per se als Nebensächlichkeiten eingeordnet, sondern als ja, einfach so einen gewissen Voyeurismus im Umfeld, auch an Elend, der passiert, ja, gewissen Dingen, denen man sich eben hingibt, außerhalb seiner Agenda und das dann doch irgendwie auch partiell schön findet. Ja, ist schön, das ist halt das Gute, das ist halt wie bei einem, das ist eigentlich das Beste, wenn man einen Song dann wie ein Gemälde hat, so, ne? Das stellt man halt hin, die Leute ziehen sich das rein und jeder versteht halt was anderes, dann freue ich mich immer, weil dann ist es eben, also es ist genau dieses bisschen Kryptische, für mich ist es halt was anderes, für mich sind diese, also natürlich war mir klar, dass es sollte mit Sirenen auch die Sirene, die laute Sirene gemeint sein, aber es ist eigentlich für mich mehr der Gesang der Sirenen, wie aus der Mythologie, weil ich das Bild einfach geiler fand auch so, aber man kann natürlich, also ne, es ist halt schön, dass man eben diese zwei Ebenen hat, aber es ist halt cool, ja, ich sehe das halt, also bei mir war da halt die Intention der andere, aber es ist halt geil, hatte ich jetzt bei manchen Tracks schon, dass dann irgendjemand mir erzählt, was er dann irgendwie so drin raus, also was er so rausgehört hat für sich und das war irgendwie ein bisschen was anderes, aber es, ja. Sprache ist geil, das ist so ein bisschen wie Farbpsychologie, ja, also man ist sich ja noch uneinig, ob das Grün, auf das wir da beide oben gucken, dasselbe Grün ist, was wir sehen und ich glaube, so sind auch Wörter, die sind emotional für einen selbst ganz anders konnotiert, habe ich manchmal den Eindruck. Also ich denke, wir sehen das bestimmt unterschiedlich, weil du hast so eine schwarze Sonnenbrille und ich habe so eine braune Sonnenbrille. Jetzt ohne Brillen. So ohne Brillen wird's, also ohne Brillen sehe ich gar nichts eigentlich. Dito. Von daher, ja, Entschuldigung, was war die Frage? Ich glaube, es war keine Frage, die ich gestellt habe. Nein, ich habe mich der Faszination hingegeben, die Sprache verursacht. Ja? Also Phonetik hat ja so ihre ganz eigene Kraft und ist auch Geschmackssache, glaube ich. Das spiegelt sich auch in Namensvergaben gegenüber Kindern wieder. Ja? Das, was für einen, keine Ahnung, da wo Virginia für einen irgendwie nach... oder Leonie, für den einen nach Plattenbau und sozial schwache Schicht klingt, ist das für den anderen irgendwie sprachlich total schön, ja? Oder Jacqueline. Jacqueline, ja. Ich kenne auch, ich kenne tatsächlich 4, 5 Jacquelines und davon auch eine, die kenne ich schon am längsten, mit akademischem Hintergrund, die kommt aus gebildeten Verhältnissen, also da ist, also es ist nicht unbedingt nur der Unterschichtenname, ja, und das ist mein, ich glaube, das ist zurückzuführen auf Affinität in Klang der Sprache. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ja kurz anreißen, dass ich bin eben Papa geworden vor einem halben Jahr und meine Tochter heißt wie der letzte Track auf dem Album, die heißt Lucia. Ah, cool. Und da war es eben so, ich war mit meiner Freundin irgendwie in Barcelona war es, zum Kunstmuseum und wir sind halt so durchgelaufen und sie war halt schon ziemlich schwanger und wir haben halt generell so nach einem Namen gesucht und das war eben auch so ein, so, da war das Album so halbwegs fertig schon und ich hatte das eigene Licht, hatte ich eben, also schon so seit, lag schon, war schon ein Jahr fertig bestimmt das, der Song, aber der Song hat halt für mich so eine ziemliche Tiefe, für mich persönlich, also für mich ist es deswegen auch der stärkste Song vom Album, weil es einfach so ein ganz persönlicher Song ist und diese ganze Bedeutung von das eigene Licht ins Dunkel bringen, so dieser Bezug, dieses Bukowski-Zitat, also was so ein bisschen halb übersetzt ist, also das Our Own Light, das hatte für mich halt eine ziemliche Tiefe, die Bedeutung dahinter und was es halt quasi bedeutet,
sein eigenes Licht in die Dunkelheit zu bringen, also quasi, wie soll ich sagen, sich selbst zu motivieren, ist jetzt zu einfach gesprochen, also ist falsch. Da gibt es ja Alpha-Mentoring von Kollegen. Genau. Ja, halt einfach mit guten, also nicht ja, eben mit guten, mit Liebe durch die Welt zu gehen, ohne sich von dem ganzen Scheiß drumherum auffressen zu lassen. So. Und das war für mich so das eigene Licht ins Dunkel bringen und sich selber halt zu lieben und mit sich selber klarzukommen. Und dann sind wir halt dort in diesem, zurück in diesem Kunstmuseum, sind wir halt dort in diesem Kunstmuseum und gehen da halt so durch. Und dann war dort halt so ein alter Abdruck von der heiligen Lucia. Und darunter stand eben die, die das Licht bringt, so als Bedeutung. Und ich war halt sofort so geflasht, weil das so eine Verbindung für mich irgendwie zu diesem ganzen Track hatte und irgendwie so eine geile Bedeutung vom Namen her, so die das Licht bringt, also die für mich die Liebe bringt. Also das Licht war für mich halt so gleichgesetzt mit Liebe, so, und irgendwie war das für mich halt so eine super schöne Bedeutung und ich stehe halt total auf Spanisch und auf so spanische Namen prinzipiell. Und dann war es halt irgendwie für uns klein, also dann habe ich kurz so mit meiner Freundin nochmal drüber gesprochen, ja. Und dann ist es halt genauso passiert irgendwie. Und das ist immer halt, na klar, ist immer mega eine Ästhetikfrage und man könnte vielleicht auch sagen, ja, also warum gibt man seiner deutschen Tochter einen spanischen Namen, so, ne? Weil ich es halt schön finde. Ja. Hätte sie auch Arthur nennen können, oder? Nee, hätte ich sie nicht, aber hätte sie auch... warum nicht? Also, Sieglinde nennen können oder so, ne? Aber ja, das ist halt alles so eine Ästhetikfrage, dass, also ja, wie du schon sagtest. Also wir haben ja eruiert, wir haben gemeinsame Bekannte, unter anderem Frank Hartmann, und jedes Mal, wenn irgendwer Kinder bekommt, so auch als bei uns der Nachwuchs anstand, ist ihm immer sehr wichtig, dass der Arbeitstitel Frank ist und geschlechterunabhängig, obwohl ich glaube, ich habe dann aber ihm zuliebe gesagt, wenn es ein Mädchen wird, wird es natürlich auch eine Frank. Ja, süß. Frank. Frank Potente. Ja, was du gesagt hast, sich selbst lieben, das ähnelt meiner Maxime, daran auch stetig zu arbeiten. Also das ist sowas, was man sich mantraartig immer wieder heraufbeschwören muss. Und es ist doch sehr faszinierend, nach welchen Bestrebungen Menschen so existieren. Ja, wir leben nebeneinander und der eine, ich hatte es gerade so als Scherz eingestreut, mit dem Alpha-Mentoring, der lebt nach dem stetigen Muster, sich selbst zu optimieren, nach vorne zu denken, zu wachsen, was ja auch so ein bisschen das Krankhafte an unserer Welt ist. Und ja, manch anderer einfach auch sich nur zu akzeptieren, ja, und das alles dann so nebeneinander. Und jetzt der Murder-Twist zu deinem Track Schwarz-Weiß, ja? Das muss ja immer Querstreben geben. Ja, ich kann ganz kurz noch reinstreuen, genauso wie mit diesem Alpha-Mentoring und bla. Ja, was sind denn das für Leute, die dorthin gehen? Natürlich Leute, die sich selber nicht lieben, so, weil wenn die cool mit sich wären und die wüssten, okay, ey, ich bin ein Mensch, den finde ich voll okay, so, dann brauchst du kein Alpha-Mentoring. So. Also ich glaube nicht, dass solche Leute da noch hingehen, sondern es sind Leute, die schwer unzufrieden mit sich sind. Kopfmäßig, physisch, whatever. Also ich denke, bei ganz vielen Problemen ist die Basis ist oft, dass man mit sich dass man sich selber nicht so liebt, wie man es tun sollte. Das meine ich jetzt nicht in einem egozentrischen Hintergrund, sondern einfach mit so einem mit so einer gesunden Selbstliebe, dass man einfach sagt, ich bin cool mit mir, ich mag mich, wie ich bin. Easy. So. Die auch jemand wie für mich, geil, jetzt gibt's hier Real Talk und das, vielleicht sind wir morgen bei Rapshow mit dem Interview, die auch einen Kollegen nicht hat, weil jemand, der sich stetig selber beweisen muss, der hat für mich keine psychologisch verankerte tiefe Selbstliebe, weil im Grunde genommen musst du dir ja. Also ich finde es auch gut, fake it till you make it, ja, wenn du jemand sein möchtest oder
an was arbeiten möchtest, so zu sein, ist das in Ordnung, dann kannst du das gerne machen. Aber was du eben eingestreut hast, das stimmt. Und ich finde, in diesem pathologischen Strudel, in den, dem er sich bewegt, zieht er dann auch andere, ich will nicht sagen schwache Geschöpfe, aber vielleicht auch verlorene Seelen mit rein, was nichts anderes ist wie RTL, die irgendwelche Menschen zum Voyeurismus anderer rekrutiert. Und in dem Falle werden eben Menschen, die nach Liebe suchen, nach sich selbst suchen, gegriffen und meiner Meinung nach verarscht. Und aber das hat Kollega nicht erfunden. Das ist halt ja, Tagesgeschäft in ganz vielen Institutionen. Also definitiv, also der, ja, wie gesagt, da gibt es ja einen ganz netten Weißartikel, ziemlich lang darüber, über dieses Mentoring, und wenn man da mal so liest, was da abgeht, so hinter den Kulissen. Und am Ende, also ich würde nicht mal sagen, dass jetzt Kollega vielleicht der Typ ist, der mit sich selber unglücklich ist. Vielleicht ist er das, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich glaube, er ist oft sehr glücklich, aber ich glaube, dieses Glück ist immer nur sehr von kurzer Dauer. Das kann sein, also keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal. Der macht halt einfach Geld damit so, und das mit so einer billigen 90er Jahre Motivation-Scheiße, wie es irgendwelche Leute damals schon in irgendwelchen riesigen Hallen gemacht haben und dann ihre VHS-Videos verkauft haben. Genauso macht er das halt jetzt ein bisschen moderner. Also sollte man eigentlich gar nicht zu lange drüber reden, weil... Ja, aber es ist ja Teil unserer Gesellschaft. Es ist ja ein öffentliches Phänomen. Also ich finde, ich wollte es auch nicht zu sehr ausdehnen, aber wir werden ja jetzt nicht zum Gossip-Format, nur wenn wir das mal irgendwie küchenpsychologisch sondieren. Nee, ich finde halt einfach so, das ist so eine Sache, wo man so sagt, ja, also geil, zum Glück gibt es so einen Artikel wie von der Weiß, wo man sagt, da hat sich mal jemand wirklich damit beschäftigt und gezeigt, ey, das ist Bullshit. Und der Rest, also wer Kollega-Fan sein will, der soll das sein. Ich finde das alles nicht geil. Aber soll er halt machen. So, ne? Also wenn er halt seinen Scheiß da machen will. Und man sieht ja, dass da anscheinend vieles schief läuft, wenn man jetzt wieder doch alles auf Null ist und dann doch wieder alles anders und irgendwo, ja, also... Ja, also ich wollte gerade sagen, also der kundige RTL-Zuschauer oder jemand, der früher über dieses Format irgendwie seinen Voyeurismus gespeist hat, dem ist das eigentlich ein sehr großes Geschenk, was da passierte. Und das ist ja der Punkt. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Toxic, wo es um hiphop.de ging und die ganze Geschichte. Und da ging es halt auch nochmal darum... was die immer vorgeworfen bekommen, ne? Ihr schreibt nur noch über diesen Scheiß und bla 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 und bringt doch mal ein paar Newcomer oder ja, alles nur noch dieses Trap-Zeug, was ist mit dem True-School-Rap, bla bla bla. Und die haben halt, also der sagt halt im Artikel, Alter, die Leute klicken das halt nicht. So, die Leute klicken halt den Gossip. Und da liegt das Problem, so, die Leute ziehen sich anscheinend auch gerne rein. So, das ist halt so eine Sache, ne? Irgendwie ist ja da anscheinend auch ein Markt dafür da, sich diesen ganzen Dreck halt reinzuziehen und weniger in wirklich coolen Artikel, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, irgendwie sich dann durchzulesen oder so. Deswegen, das ist halt so ein bisschen, wo ich auch mal dachte so, ja, das interessiert doch bestimmt niemanden, aber anscheinend ist das der Scheiß, den die Leute dann klicken. Rap ist Schlager inzwischen, inklusive dem ganzen Gossip, was damals die Revue für die Omas war. Das sind, aber da finde ich hiphop.de, das finde ich schon wieder ungerecht, weil das stimmt gar nicht. Das sind Kulturpassionisten, jemand wie Toxic oder Aria, das sind Nerds, die haben so ein krasses Knowledge, und natürlich ist es oft nicht meine Domäne, was die besprechen, aber es ist schlichtweg einfach gelogen, wenn du sagst, die repräsentieren natürlich primär den Mainstream, aber haben auch Affinitäten zu Untergrundkünstlern. Es werden in den Formaten, Interviews sind ja eher rückläufig, also neu, modern sind ja jetzt die Formate, so Expertisen-Talks, weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, und das kann man hiphop.de weniger vorwerfen als diesen ganzen Gossip-Kanälen, Rap-Talk oder wie die Scheiße heißt, und ich kriege das im Rap-Check, glaube ich, und so ein Müll. Keine Ahnung, ja. Ja, also die werten aus, wer irgendwie bei Instagram wen gefolgt hat. Das ist dann ein Grund für ein 6-Minuten-Video. Und ich finde, bei solchen Kanälen können wir anfangen. Aber genau, also ich wollte so ein bisschen zur Simplifizierung zurück. Schwarz-Weiß könnte man ja jetzt sagen, das ist so der... die Hymne der Vereinfachung, wie sie in vielen Alben gerade irgendwie jeder Künstler so ein bisschen für sich schreibt.
Was ich aber natürlich sehr einseitig oder klein gedacht finde. Wie geht es dir denn, sage ich mal, in deinem Umfeld, in deinem alltäglichen Dasein? Ist das was du brauchst, was du nach manchmal für dich auch abrufen möchtest? Eine Simplifizierung, ein Schwarz-Weiß-Denken? Oder ist es eher etwas, was dich auch stetig beschäftigt und dominiert in der Frage, warum Menschen diese Einteilung brauchen, diese Schubladendenken, diese Kategorisierung? Also interessant ist natürlich jetzt, ob ich den Track wieder für mich sehr eigen interpretiert habe. Aber ey, gestern waren Landtagswahlen und mit einem, mit einem Drittel AfD zugewandten Menschen, sowohl, ich glaube, da spricht Leipziger zu Dresdner, jetzt in ähnlicher Leitsituation, ist es doch was irgendwie so allgegenwärtig ist und auch Beschäftigte. Also genau darum geht eigentlich auch, das hast du sehr, sehr richtig rausgecheckt. Also es war genau meine Intention, dieses nicht nochmal drüber nachdenken, schnell irgendeine Schlagzeile konsumieren. Also ja, das klingt bei dem Song zwar ein bisschen so, dass es, als ob es um die Presse geht. Natürlich geht es auch da so ein bisschen um die Presse, was jetzt so Bild und Co. Angeht. Es geht aber auch einfach viel um diese ganze Artikulation von AfD und von diesen ganzen, sagen wir mal, extremeren Gruppierungen wie Pegida oder hast du nicht gesehen bei uns in Dresden. Wie da Dinge verdreht werden und wird da aneinander gepackt werden, um dann irgendwie für dieses Weltbild Sinn zu, dass es dann für dieses Weltbild halt Sinn macht, so, ne? Das ist halt ganz interessant und saugefährlich auf jeden Fall, weil leider ist es so, die Leute suchen halt immer nach den leichteren Antworten oder nehmen gerne die leichteren Antworten, so. Und die leichteren Antworten sind meistens die nicht sehr differenziert sind, so, wo nicht dreimal drüber nachgedacht wird, sondern lieber dann schnell quasi eine Lösung angeboten wird. Das Problem haben wir halt in Dresden massiv so anscheinend. Also man kriegt das ja halt leider so, wenn man dann, ne, ich habe irgendwie bei mir im Viertel dann mal in die Auswertung geguckt, wo du siehst dann, was dann quasi in deiner Nachbarschaft gewählt wird, wo du dann denkst, Alter, hier, das ist hier knapp 30% haben hier die AfD gewählt, so, wo sind die denn? Wieso sehe ich die denn nicht auf der, also wieso sind die denn für mich so unsichtbar, wenn ich hier durch die Straße gehe? Ja, weil man das den Leuten natürlich heutzutage auch nicht mehr ansieht. So. Und die auch nicht unbedingt alle nach irgendwie konservativen Rechtspopulisten aussehen oder so, sondern das können auch so Halbalternative oder studierte Leute sein oder was auch immer. So. Die, ja, das ist halt einfach, wie gesagt, das ist. In dem Track bringe ich es, oder ist für mich so die Kernaussage, dass es halt um Angst geht und mit Angst lässt sich halt sehr viel bewegen. So, weil gerade bei Angst ist es halt sehr gut, wenn man eine schnelle Antwort hat, weil niemand hat gerne Angst. Und Angst haben aber gerade sehr, sehr viele Menschen. So. Insbesondere komischerweise bei uns. Und ich denke halt, also was ich halt ziemlich interessant fand, ich habe vor kurzem bei Jung und Naiv so ein Interview gesehen mit diesem Kandidaten der AfD, der dort irgendwie ein Interview gegeben hat mit Thilo Jung. Und Thilo Jung hat halt gefragt, wieso denkst du, dass die AfD in Ostdeutschland so populär ist? Also warum gerade da? So. Und diese Antwort muss man sich halt so, da kann man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat gesagt, ja, also nicht wortwörtlich vielleicht, aber im Grunde genommen, ja, die Leute im Osten, die haben halt schon mal ein System fallen sehen und wissen, dass es danach weitergeht. So, jetzt kann man mal so diese Rhetorik mal zu Ende spinnen, so, ne? Was so eine Partei, also das sagt ein Typ, der dort Ministerpräsident gerade in Brandenburg ist. Ist aber trotzdem eine der strategisch klügeren Aussagen. Also wenn wir AfD-Lieblingszitate spielen, da kommen dann auf jeden Fall sehr Primatenstyle, da gibt es auf jeden Fall lustigere. Nee, aber so was so da, also was für mich so da mitschwimmt, so, ne? Also weil jeder, der sich damit beschäftigt, also heutzutage, meiner Meinung nach, ich habe es gestern erst mit einem Freund besprochen, so heutzutage kann halt niemand mehr, der AfD wählt, so sagen, ja, nee, ach, dass sie so krass sind, das habe ich aber nicht gewusst. So, ne? Also,
das Thema ist durch, so, dass man so sagen kann oder sich da halt rausreden kann, so von wegen, na, ich wusste nicht so richtig Bescheid, dass das doch so krasse Aussagen sind und dass sie doch so weit rechts außen schon mittlerweile und bla bla bla. Und dann halt mit diesem, also ne, mit dem Hintergrund, mit dem Wissen schon mal und dann zu kommen so mit so einem Satz, die Leute sind hier bereit dazu, quasi, oder sind im Osten eher bereit dazu, für so eine schnelle, die haben ja damit in Brandenburg tatsächlich mit Wende 2.0 und so einem Scheiß geworben. Das musst du dir mal reinziehen, so, ne? Das heißt quasi, die wollen die Leute bereit machen, auf die Straße zu gehen und den Systemwechsel zu starten, so. Das ist ja eine ganz andere, also, wo ich dann schon wieder sage, Verfassungsschutz, also, da müsste man ja als erstes mal anklopfen und sagen, hier, Wende 2.0, ihr wollt quasi ein Systemwechsel, ihr wollt quasi das abschaffen, was gerade momentan am Start ist, oder da wird sich dann wahrscheinlich rausgeredet, wie auch immer, dass es ja nur in unserem demokratischen System quasi der Wechsel stattfinden soll und so weiter, aber das ist halt alles ziemlich schräg und ich denke, die Leute gerade hier in Ostdeutschland anscheinend sind da halt mega frustriert und ich denke, das sind zum Teil, also viele alte Leute anscheinend, aber auch nicht nur. Und gewisserweise mag das halt stimmen, dass die halt tatsächlich vielleicht auch sich sagen so, ja, na, wir wissen ja, es kann dann auch weitergehen. So. Ist auf jeden Fall, um nochmal auf Schwarz-Weiß zurückzukommen, ein Song, der darum geht, dass mit Angst und großen Worten sehr viel bewegt werden kann, in ziemlich kurzer Zeit, wenn man die richtigen Worte benutzt. Und ich habe da eine Line drin, Sätze werden zu Gesetzen, wenn man sie wiederholt. Das ist halt auch einfach ein Fakt. So, ne? Du musst es den Leuten halt nur oft genug erklären, dass es so ist und irgendwann werden sie auch dir das irgendwann abnehmen. So. Wenn sie dafür natürlich offen sind für die Richtung. Und das ist halt das Problem. Anscheinend haben wir da zu viele offene Ohren für so eine Richtung halt irgendwie bei uns. Ja, also du hast ja schon gut gesagt, die Minimierung auf ein Feindbild, auf ein definierbares Feindbild stößt da auf offene Ohren. Zuordnung, ich glaube, das freut viele Menschen auch, wenn sie das Gefühl haben, sie sind von selbst auf die richtige Zuordnung gekommen, die ihnen ja da sehr simplifiziert geliefert wird durch die AfD. Und das meine ich halt damit, das ist jetzt irgendwie kein Geheimnis mehr. Faszinierend ist ja, dass diese vielen offenen Ohren so wenig Skepsis abrufen, ja? weil sie einfach von Natur aus nicht vorhanden ist. Und aber selbst da fehlt einfach der Dialog. Ich glaube, wir haben hier eine hohe Vereinsamung. Ich habe das vor kurzem mal in einem Vortrag gehört von einem Tatortreiniger, der ganz viele Wohnungen im Osten sauber machen muss, von Menschen, die ja, regelrecht verrottet sind in ihren Wohnungen, also vor sich dahin vegetiert und dann gestorben sind, sich umgebracht haben und. Und da fehlt einfach der Dialog, da ist die Alternative eben nicht da. Und ich glaube, solche Menschen werden angesprochen und die Frage ist einfach, wir sind ja, sag ich mal, privilegiert mit einer Kultur, in der wir uns wohlfühlen, einer Musikrichtung, die auch meistens mit vielen Menschen durchsetzt ist. Das führt zu viel Austausch, zu einem breiteren Weltbild, zu vielen verschiedenen Wahrnehmungen, die zu einer großen werden können. Wir sprechen, glaube ich, von einem Kollektiverlebnis oder einer Kollektivwahrnehmung, die wir ja auch fühlen in unserer Filterblase. Und das führt ja am Ende letztendlich dazu, dass du dich fragst, wo sind diese Menschen? Ja, ganz, ganz kurz noch, die fühlt sich halt manchmal aber leider auch nur so an. Also, dass man in seiner Blase auch tatsächlich mit diesen Menschen so dasselbe Bild hat, das ist meistens dann doch nochmal eben auch nochmal anders. Das habe ich auch ganz oft gemerkt, wenn es um gewisse Themen geht, dann denkt man so von Leuten, wo man so denkt, ey, die sind so super, also die sind irgendwie super alternative Leute, die dann auf einmal bei manchen Themen, wo du so denkst, Alter, was geht denn ab? So, das ist doch eigentlich genau dein Ding oder müsste doch, da habe ich dich voll mit reingesehen, also so projiziert irgendwie. Nee, die haben dann eben doch auf einmal da irgendwie traditionelle Ansichten oder sehen das dann doch irgendwie ein bisschen anders.
zum Beispiel großes Ding war mal eine Zeit lang so Fleischkonsum und so ein Kram. Ich war mal ein Jahr lang so komplett vegan und das war wirklich schräg, wie so im Freundeskreis dann auch so die Leute so das irgendwie nicht verstanden haben oder das irgendwie dann sich so drüber lustig gemacht haben. Geht mir ähnlich. Ich lebe auch vegan und stoße da auf, wie soll ich sagen, Befremdlichkeit manchmal. Ja. Also bei mir ist tatsächlich so, ich habe es nicht durchgehalten dann irgendwann. Gebe so also halbwegs mein Bestes, da irgendwie nicht zu viel zu konsumieren. Aber, aber in der Zeit war es eben so auffällig, dass du irgendwie immer so Diskussionen geführt hast, obwohl du die gar nicht herbeigerufen hast. So. Und das eben auch mit Leuten, wo du denkst, so, ey, du bist doch sonst so ein informierter Typ. So, dann wieso bist du denn da jetzt so anti? Aber bei dem Klientel, finde ich, ist es absolut, weil wir reden ja über Menschen, denen du eigentlich in ihrem ganzen Credo zuordnen würdest, dass sie dir da mit Kulanz begegnen, ja. Diesem Klientel ordne ich zu, dass du sie sauer machst, weil du etwas schaffst, was sie wahrscheinlich insgeheim auch gerne machen würden. Ja, genau. Also das war, hatte ich auch das Gefühl bei vielen, dass die so wissen, ja, es wäre eigentlich die bessere Variante, aber dann so irgendwie auf irgendwelche Ausreden kommen, um sich halt selber zu rechtfertigen, dass es halt schon irgendwie noch okay ist, dass man das macht. Oder? Und das kennt man ja von sich selber auch. Also man ist da ja nicht sündenfrei. Das ging mir tatsächlich auch schon so, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich eigentlich gerade sauer, wenn ich sehe, dass der und der mir nahestehende Mensch sich so verhält und dann so zu der Einsicht kam, weil ich das eigentlich von mir auch erwarten würde. Ja, genau. Ganz genau, ja. Das stimmt. Ja. Wir sprechen schon lange, also länger als Durchschnitt und das ideale Hinausgleiten gibt es selten. Ja. Ich bin mega gespannt, was noch so kommt, vor allem wenn du sagst, dass du stilistisch offen bist, bin ich mega neugierig. Ich hoffe, wir gehen hier heute mit einem positiven Gefühl aus unserer Therapiesitzung. Ich denke schon, auf jeden Fall. Also es kommt jetzt noch was zu Analog Slang, quasi noch so ein kleiner Nachklang, der sehr, sehr jazzy wird. Dann wird es, denke ich mal, erstmal ziemlich laut und ein bisschen mehr geradeaus. Und dann gucken wir mal. Geil, ich wünsche dir viel Spaß. Und wir haben vorhin über Interviewer und Künstler geredet, die zusammen wachsen. Bin mir sehr sicher, wir werden uns, wenn das Schicksal uns heult ist, dazu bestimmt nochmal sehen. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Vielen Dank.